Eine Wohnung im Stendaler Neubaugebiet Stadt C3. Hier hat das Deutsche Rote Kreuz eine Begegnungsstätte mit dem Namen Amicus eingerichtet. Die herzliche Begrüßung von Leiterin Ines Ranke gilt an diesem Tag muslimischen Frauen aus dem Viertel. Sie treffen sich hier regelmäßig, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Eine dieser Frauen ist Nur Kasem. Die 32-Jährige ist erst vor 4 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen. Die Mutter von 3 Kindern nutzt ihr sprachliches Talent als sogenannte Integrationslotsin. Doch was steckt hinter diesem komplizierten Begriff? Es geht hier um Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, alle diejenigen, die Hilfe benötigen, bekommen von uns eine Unterstützung, so lange, bis sie sich selbst unterstützen können und sich verstetigen und verselbstständigen und die Hilfe untereinander in der Zielgruppe sich vollzieht. Integrationslotsen. Sie helfen beim Gang zum Arzt und zu den Ämtern. Sie geben Antworten zu Fragen des täglichen Lebens und sie geben sie schnell mit dem Smartphone an andere Migranten weiter. Ich helfe die Frauen, die mit mir hier in Amicus Deutsch lernen und andere Frauen, die ich kennenlernen. Wenn sie haben etwas Probleme oder suchen etwas, ich helfe gern. Dennoch wünscht sich die junge Frau mehr Kontakt zu Stendalern. In Stendal gibt es viele Diskriminierung. Ja, es gibt keinen Kontakt mit Deutschen und es gibt wenig Deutschen hier in dieser Straße. Ja, das ist schwer. Sie gibt die Hoffnung nicht auf, will weiter Deutsch lernen und würde gern als Musiklehrerin arbeiten. Als Lotsin befasst sie sich mit den Fragen des Alltags, die jeden Menschen beschäftigen. Wo geht mein Kind hin? Auf welche Schule? Welche Schule ist gut für mein Kind? Wo starte ich im Bildungswesen durch? Was mache ich mit der Gesundheit richtig, falsch? Wohin gehe ich? Wie auch immer. Wie starte ich meine Arbeitsmarktintegration? Hier fühle ich mich nicht so gut. Wo gehe ich hin? Also Probleme, die uns alle irgendwo beherrschen. Sie haben nur den Nachteil, dass sie eben dieses erst seit Kurzem kennen und dann sich eben nicht richtig auskennen und nicht wissen, zu wem gehe ich, wer kann mir helfen und so weiter. Seit 3 Jahren treffen sie sich Woche für Woche. Für 2 weitere Jahre steht das Projekt finanziell auf sicheren Füßen. Schritt für Schritt soll in Stendal so Integration gelingen.